Hallo, in diesem Video möchte ich mal zeigen, wie man einen einfachen Feldbus aufbauen kann zwischen einer Siemens SPS, in diesem Fall einer S7-1200er Serie, zu einem Pictor bzw. Vegosys. Und das Ganze ohne Profinet. Es ist ja so, dass wir für die Profinet-Kommunikation immer so ein Koppelmodul brauchen. Wenn man da eine hohe Performance erreichen möchte, ist es eigentlich besser, man verwendet so einen Modbus TCP-Server. Zumindest bei den modernen Serien S7-1200 bzw. S7-1500. Ich habe jetzt das TIA-Portal offen, das ist jetzt in der Version V14. Ich habe jetzt hier einfach mal so eine kleine 1200er SPS reingezogen. Und zunächst geht es mir erstmal darum, die IP richtig zu konfigurieren. Dazu muss ich natürlich bei den IP-Adressen angeben, dass ich hier im selben Subnetz bin wie meine Kamera. Meine Kamera hat hier standardmäßig die 380 hinten. Ich vergebe jetzt deswegen die 381 an die SPS. Man kann natürlich die IPs beliebig einstellen, sie müssen nur zueinander passen. Hier oben kann ich als Subnetz Profinet einstellen, das läuft quasi über dieselbe Schnittstelle. Bei den Programmbausteinen muss ich darauf achten, dass ich einen Datenbaustein brauche und einen Modbus TCP Server. Den finde ich hier unter weitere Modbus TCP MB Server. Der verlangt jetzt einen Datenbaustein. Legt automatisch an. Das einfachste ist jetzt, wenn wir noch einen Datenbaustein anlegen. Den nenne ich mbconfig. Und dort ein paar Register speichern. Die genaue Registerbenennung empfiehlt sich so zu organisieren, wie es am Baustand benannt ist. Das heißt, wir haben hier ein NDR, DR und Error als drei Bools und ein Status als ein Word. Das kann man natürlich auch in der Hilfe nachlesen. Bei den verschiedenen Versionen ist es so, dass es mal ein Parameter mehr oder weniger geben kann von diesem Modbus-Server. Die muss man dann entsprechend ergänzen. Das heißt, ich habe jetzt hier erstmal ein NDR, ein DR-Error. Zudem braucht dieser Baustein einen Status, das ist ein Word. Hier vorne müssen wir als Connect-Parameter entweder eine Verbindung vorgeben oder die IP von meinem Pictor. Dazu braucht man so ein IP-Format. TCON-IPv4. Bei dem TCON-Parameter ist es wichtig, dass wir hier eine Hardware-ID angeben. Die ist 64. Die ID selbst ist eine Nummer, die eindeutig sein muss. Als Verbindungstyp geben wir hier TCP-IP an, das wäre D11. Das Flag gibt an, ob es ein Server oder Client sein soll. Es soll ja ein Server sein, deswegen ist es false. Als Remote-Port können wir jetzt hier angeben, dass wir von einem gewissen Port Daten erwarten. Das müssen wir nicht sagen, aber zu einem gewissen Port auf der SPS möchten wir selbstverständlich einen speziellen aufmachen, und zwar ist das der 502. Als IP-Adresse kann ich hier sagen, ich gebe alles 0 an, dann bedeutet das, dass ich von allen Systemen eine Modbus-Verbindung annehme. Oder ich kann hier die Kamera-IP angeben. In meinem Fall ist das jetzt die 192.168.3.180 und durch die Beschränkung habe ich ein Stück Sicherheit geschaffen. So, dann muss ich an meinen Baustein diese Information bringen. Das heißt, ich habe jetzt hier mbconfig NDR, mbconfig DR. Das gibt quasi an, ob es neue Daten gibt, beziehungsweise Daten gelesen wurden. mbconfig Error, das ist, ob ein Fehler vorliegt. Und mbconfig Status. Da drin liegt gegebenenfalls ein Fehlercode vor. Beim mbconfig Connect gebe ich hier meinen IP-Config an. Und als Halteregister kann ich jetzt hier drinnen noch was angeben. In der Regel definiert man hier ein Array. Das heißt, ich nehme wieder einen Datenbaustein. Das nenne ich hier
Halteregister. So, und hier kann ich den Punkt Daten hinzufügen. Ich muss ihm den Datentyp Array 0 bis 9 auf Word oder zum Beispiel uint zuweisen. Uint hat den Vorteil, dass die Bewertungen hier vorrangig dezimal dargestellt werden. Word hätte die Variante als hexadezimal, ist aber inhaltlich gleichwertig. Das heißt, ich muss jetzt dieses Halteregister Data an meinen Server binden. Und nun habe ich eigentlich das Wichtigste schon geschafft. Jetzt muss ich natürlich das Ganze auf mein Gerät bringen. Dazu muss ich erstmal das Gerät zuordnen. Und kann es dort starten. Ich schaue mir hier mal kurz Statusflex an. Der Error ist false, das ist schon mal ein gutes Zeichen, das heißt, mein Server ist offen. Das ist schon mal schön. In den Daten kann ich hier oben ebenfalls sehen, überall steht jetzt 0 drin. Wenn ich mich jetzt mit meinem Pictor verbinde, kann ich mit dem Befehl Prozess-Koppel-Modul mit der Option Modbus und der IP der SBS mich verbinden und direkt auf den Modbus-Server zugreifen. Im Moment ist es so, dass von 32-Bit-Registern ausgegangen wird, aber mit dem Haken hier unten verdopple ich das Ganze und erhalte 16-Bit-Register. In meiner Schleife würde ich erstmal lesen wollen, und zwar die Halteregister. Das heißt, hier ist es zwingend erforderlich, dass wir hier diesen FC3-Modus verwenden. So, nun kann ich jetzt sagen, ich lese zum Beispiel Ergebnis Nummer 0, das Ergebnis Nummer 1 und das Ergebnis Nummer 2. Wenn ich das einmal ausführe, sehe ich hier unten fehlerfrei und ich habe meine drei Register. Klassisch ist es jetzt so, dass wir sagen, wir machen einen Bit-Test auf das Ergebnis Nummer 0. Testen wir Bit 0 und definieren dort einen Trigger. Wir sagen, das Bit muss 1 sein. Dann lösen wir einen Trigger aus und schreiben uns ein kleines Unterprogramm. Aufnahme. Und springen das quasi in dem Fall, dass das Bit 0 in dem ersten Wort auf 1 geht, in das Aufnahmeunterprogramm. So, hier machen wir quasi eine Bildaufnahme. Sagen wir mal eine Art Auswertung. Der Einfachheit halber kopiere ich jetzt mal meine Werte aus meinem Prozesskoppelmodul. Von Wert quasi 1 hier hinten zum Beispiel in die 8. So, und übertrage und kann jetzt im TIA-Portal mal testen. Ich setze erstmal hier ein Wort auf 23 und löse jetzt einen Trigger aus, und das heißt, hier unten im 8. Element müsste dann der Wert kopiert werden. Und jetzt sehen wir das. Hat geklappt. Wunderbar. Das war's schon für mein kurzes Video. Ich hoffe, Sie haben was gelernt und haben Spaß mit dem nächsten Video. Tschüss.